Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play The Medium. It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened, this scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Yeah. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Wir sind jetzt im Spiel drin. Ich bin gerade mit dem Gamepad am Spielen und ja, sie bewegt sich noch etwas holprig. Aber es geht. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da habe ich X. Lesen. Oktober. Tag der Schutzengel. Begräbnis um 10 Uhr. Ultraschall. Ein bunter Misch. Unsere liebe Frau vom Rosenkranz, Biopsie, Paket an Marianne schicken, Termin beim Neurologen, Begräbnis, Ultraschall, Neurochirurg, Begräbnis. Wie viele Begräbnisse hat die? Marianne vom Bahnhof abholen und die Feiertage bzw. Operationen. Ja, nichts wirklich Wichtiges. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass es so eine schlechte Grafik ist. Ich habe es zwar auf HD stehen, und es ist auch alles auf hoch eingestellt, aber es ist doch extremst am Rendern. Ich schaue mal eben, ob sich da ein bisschen was verbessert, wenn man die Grafik etwas schlechter einstellt. Und schalte euch gleich wieder hinzu.
So, ich bin wieder zurück und ich denke, es sieht doch schon etwas besser aus. Das Einzige, was mich stört, ist, dass der Hintergrund so ein bisschen verschwommen ist, aber das werden wir wohl nicht wegkriegen. Hier kann ich nicht rum. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich suchen sollte. Ich glaube, irgendwie eine Krawattennadel oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Kann man ja auch laufen? Nee, anscheinend nicht. Wir können nur gehen, zumindest momentan. Okay. Ja, nice to see you too. Ja, ich bin wirklich froh darüber, dass wir endlich spielen können. Ich habe nämlich den ganzen Tag darauf gewartet, dass hier endlich mal freigeschaltet wird. Das ist wahrscheinlich die Tür nach draußen, ne? Die lassen wir jetzt erstmal aus. Nur Steam hat sich geweigert. Deswegen ging es leider erst heute Abend. Schlüssel zum Bestattungsinstitut haben wir. Gegenstand auswählen. Achso, dann können wir nur den Gegenstand auswählen. Okay, also wir können der Katze anscheinend noch nichts zu fressen machen. Oder ist Looks das Katzenfutter? nourishing. Ja, nahrhaft für wen? Ist das jetzt doch, ist das Katzenfutter? Okay. Das kombinieren wir nicht im Menü, sondern haben das jetzt im Menü, wenn ich das richtig verstehe. Gehen wir mal raus. Dann kriegt die Katze vielleicht auch was zu fressen. Ja, perfekt. Here you go. What's your face? Glad to Oh. see you're still kicking around. Das ist eine schwarze Katze. Die sieht so dunkel aus, aber es ist nicht unbedingt schwarz. Aber es ist auf jeden Fall sehr süß. Das ist so ein Fleischwolf, oder? Ja, zumindest das Ding, was ich angeklickt hatte. So, das symbolische Begräbnis des Bergwerks Sierzas. Die Bergleute aus dem Bergwerk Sierzas kamen heute wie üblich zur Arbeit, aber statt Taschenlampen und Spitzhacken trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen, ein Symbol für den Untergang ihrer Firma. Dies ist nicht der Tod unserer Mine, skandierten die Mitarbeiter des Bergwerk-Rettungskomitees von Sierzas. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula, fügten sie hinzu. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Sierzas aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestierten ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tütschi, indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinschicht verlegt. Bis zur Decke bleiben noch 5 Schichten. Die neue Mission der NATO, für Stabilität in einer Welt nach dem Kalten Krieg zu sorgen. Heute hielt der US-Präsident Bill Clinton eine wichtige außenpolitische Rede zum Gedenken an den Fall der Berliner Mauer. Der Präsident sprach über die Fortschritte, die wir bei der Stärkung der Demokratie in Mittel- und Osteuropa erzielt haben, und über die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Der Präsident betonte außerdem, dass die Führung und das Engagement unseres Landes für die friedliche Umgestaltung Europas entscheidend waren. Präsident Clintons Vision von einem ungeteilten, demokratischen und friedlichen Europa wurde durch einen wichtigen Meilenstein noch gefördert. Durch die Erweiterung der NATO Anfang des Jahres um Polen, Ungarn und die Tschechische Republik haben Präsident Clinton und die anderen führenden Politiker der NATO diese neuen Demokratien und das Bündnis gestärkt und ihren Beitrag zur Sicherheit und Stabilität Europas gewährleistet. Also, offenbar, ach, da oben steht es auch sich gerade, spielen wir nämlich in der Vergangenheit, 1999, I um can't genau zu believe it's sein. all still here. Okay, also Jack. Ach so, ja, das war der Vater, nehme ich mal an. Aber warum sagt sie dann nicht Dad oder so? Scheiße. Okay, Foto für 5 Sekunden. Dip in Multigrade für 3 Sekunden. Dip in Stop für 3 Sekunden. Fixer für 3 Sekunden. Keine Ahnung, was was ist. Schlüssel. Ja gut, da kann man nur das Foto. Aber ich weiß auch nicht, was was ist. Ich denke mal, dass wir uns von links nach rechts dann durcharbeiten würden. Die Frage ist nur. I guess I forgot about this one. Okay, I können can wir do auch it jetzt now. erledigen. Das ist schön. Das können wir anmachen. Die Frage ist jetzt, haben wir da irgendwas drauf, was wir entwickeln können? Normalerweise doch nicht, oder? Können es aber trotzdem mal probieren. Oder auch nicht. Nein.
Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich meine, normalerweise. Ich habe doch keine Ahnung vom Entwickeln. Ich wollte es zwar immer mal können, aber ich habe trotzdem keine Ahnung davon. Einige von euch denken jetzt wahrscheinlich, oh, sie doof, das muss man jetzt so und so machen, das weiß doch jeder. Gut, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich denke mal, wir müssen ja noch irgendetwas suchen, weil, ja, das werden wohl so vorgefertigte Papiere sein, wo dann später das Foto drauf kommt, nehme ich mal an. Da hinten ist noch eine Tür, die offen ist, das Badezimmer, okay. 1984, ja, das kennen wir doch. Also ich kenne es. Kann man das irgendwie... Nee, aufmachen kann man es nicht, ne? Okay. Ein sehr, sehr gutes Hörspiel, beziehungsweise ein sehr, sehr gutes Buch. So, hier wollen wir noch nicht hin. Moment, da war aber doch jetzt gerade vorne was. Hier an der Seite? Aber hier blinkt jetzt nichts auf. Na gut. Egal. Schauen wir erstmal hier weiter. Oh, hallo, Süße. Okay, es ist keine schwarze Katze. Oder Süßer, ich weiß es nicht. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Ah, okay. Es scheint also nicht ihr richtiger Vater zu sein, entnehme ich diesen Satz jetzt mal. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee. Also das Umsehen, finde ich, ist ein bisschen holprig. Das hätten sie ein bisschen flüssiger machen können. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Okay. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Ja, ich würde vorsichtig sein mit dem, was ich fauche. Okay, da gehen wir auch noch nicht hin. Wir haben hier, da kamen wir gerade her, ne? Ja, genau. Dann gehen wir noch mal kurz hier unten rum. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt wieder zurück. Weil ich denke mal, dass hinten der Ausgang ist. Ja, genau, das ist das Schlafzimmer. Okay. Oh, schickes Schlafzimmer. Ist so riesig. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Okay. Also ist der Junge dahinter mit den dunklen Haaren offensichtlich kein Kind, auch wenn er so aussieht und wirklich wahnsinnig gut aufgenommen wurde, was ja für Geister eher nicht so der Fall ist. Okay, nee, es ist ein Spiegel. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Darf ich jetzt? Danke. Sehr geehrter Mr. Orkan, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen müssen. Möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihre Mitschüler zu trösten, aber ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten, gelinde gesagt, unangemessen ist. Da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir sie informieren, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. Mit anderen Worten, sie wollen sie abschieben, weil sie damit nicht klarkam, ne? My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork.
Ja, das ist jetzt toll, dass man das jetzt nicht mehr lesen konnte. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Allgemeine Informationen. Marianne, 3 Jahre, weiblich. Erste Diagnose: Verbrennung zweiten Grades. Oh, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedeckten. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Pflege und Stabilisierung. Erste Wundabdeckung, Atmungsunterstützung eingeleitet. Verabreichung von Trinklösung eingeleitet, Schmerzlinderung eingeleitet. Der Patient wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht, bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Ach, der Patientin, ich wollte gerade sagen, das heißt auch dem Patienten. Ach, lesen kann ich auch nicht mehr. So, haben wir hier noch was? Nee. Können wir uns vielleicht aufs Bett legen und dann einfach den Rest einfach nur zuschauen, sodass wir gar nicht selber spielen müssen? Nein, okay, es ist natürlich auch nicht so eine schöne Idee. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Tür, von der ich denke, dass es ein Ausgang ist. Aber wahrscheinlich keiner ist, oder? Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Nein, willst du mich jetzt verarschen? Jack's tie clip. I need to Ach find so. it. Okay. Ja, aber ich habe doch jetzt schon alles angeguckt hier. Das war das Buch. Ich meine, vielleicht ist es im Buch drin, aber das kann ich nicht öffnen, so wie ich das mitbekommen habe. Nee. Oder stand da? Moment, ich gucke noch. Nee, das ist nur rotieren. Also normalerweise würde ich sagen, wenn, dann kann sowas vielleicht noch höchstens in der Kammer liegen. Oder ist es wirklich hier vorne, wo es immer leuchtet, aber ich nicht drankomme? Och, geh doch mal da rein. Mann. Wird auch nichts aktiviert. Das wird nur hier vorne aktiviert. Tja. Ist sie vielleicht im Kühlschrank oder so? Nee, ne? Ja, es tut mir leid, dass jetzt in der ersten Folge noch so überhaupt gar kein Horror irgendwie ist, aber ich finde diese verdammte Klammer nicht. Wo auch immer sie sein soll. Geht doch mal ein bisschen weiter. Mann, also die Steuerung, die ist wirklich. Die ist echt nervig stellenweise. Da können wir nur gucken, da können wir sonst auch nichts machen. Für 3 Sekunden im Multicrate tauchen und so weiter. Das ist mir alles klar, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Und nehmen. Kann ich das auch nicht? Nee, das will ich nicht reinmachen. Tja. Kann man das irgendwie drauf? Ah, Moment. Und jetzt? Es ist wahrscheinlich dann erst das, was man danach macht, nehme ich mal an, ne? Dass man das dann irgendwie, keine Ahnung, ausleuchtet oder was weiß ich was. Ich habe doch keine Ahnung. Missed my window. Now it's overexposed. Ah, okay. Hat das jetzt vielleicht doch funktioniert? Moment. Also, eins, zwei, drei. Gehen wir raus. Eins, zwei, drei. Raus. Eins, zwei, drei. Keine Ahnung. Illumate wahrscheinlich für 5 Sekunden, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, Nö. that's too quick. It needs longer exposure. Eins, zwei. Belichtetes Foto.
Das ist schön, aber ja, ich sehe überhaupt nichts. Okay. Ja, keine Ahnung. Was uns das jetzt gebracht hat, keine Ahnung. Vielleicht habe ich es jetzt auch hier irgendwie falsch gemacht, dass man rechts anfangen muss oder was. Wir können jetzt auch einen. Nee, wir können nicht noch einmal probieren. Das können wir jetzt gar nicht mehr nehmen. Anscheinend war es wohl doch richtig. Aber ich kann da nichts sehen. Ich weiß es nicht. Oder kann ich jetzt hier was aufhängen? Normalerweise hängt man die Sachen doch immer auf. Also die Fotos. Kann ich aber anscheinend auch alles nicht machen. Ja. Wo ich jetzt diese dämliche Krawattennadel oder was das war, herkriege, weiß ich auch immer noch nicht. Hallo. Jetzt sagt sie gar nichts mehr hier. Jo, jetzt will sie gar nicht mehr. Jetzt bewegt sie sich gar nicht mehr. Hallo. Das war das Badezimmer, ne? Da haben wir aber auch alles durchgeguckt. Hier vorne kann man auch nichts mehr machen. Ich hätte ja jetzt noch gesagt, irgendwie an der Waschmaschine oder so. Kann man da runtergucken? Runtergucken, ja, aber nichts machen. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt überfragt. Es fängt schon gut an. Die erste Folge, man soll nur so eine verdammte Krawattennadel finden. Und Klein-Gameplayerin ist wieder heillos überfordert, dieses Drecksding überhaupt zu finden. Hier können wir auch nichts machen. Tja. Mega guter Start, muss ich sagen. Also ich finde es bisher wahnsinnig interessant, das Spiel. Vor allen Dingen die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Ich komme ja nirgendwo rum, ne? Ja. Das waren ja nur die Notizen hier, ne? Da kommt man sonst auch nichts mehr machen. Nee. Ist nur ansehen. Und hier kann man sonst auch nichts machen. Ja, ehrlich gesagt bin ich jetzt etwas überfragt. Ich will das Ganze jetzt auch nicht so in die Länge ziehen. Also ich schaue in den letzten zwei Zimmern jetzt nochmal eben nach. Und ansonsten würde ich nämlich einen kleinen Cut. Ah, Moment. Jack Machen. was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Und mich so umsehen. Und irgendwie hat mir das jetzt gerade auch nicht allzu viel gebracht. Was ist das hier? Come on, Jack. Where'd you put Ah! it? Nee. Okay. Let's do this the other way. Halte LB gedrückt, um den Eindruck zu aktivieren. Nee, Moment, LB ist L1. Was soll ich jetzt damit machen? Hier ist noch was. Und wir mussten nicht mal. So, perfekt. Wir mussten nicht mal einen Cut machen. Wir haben diese scheiß Krawattennadel endlich. Ja, dann sollen wir jetzt ins Beerdigungsinstitut gehen. Darf ich hier mal Okay, I think rausgehen? that's Danke. it. Jack's waiting downstairs. Time to say Ja, goodbye. sehr schön. Ich würde sagen, ich weiß ja nicht, was unten im Beerdigungsinstitut noch passiert. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nämlich nicht, wie lang die einzelnen Episoden dann immer werden, weil ich versuche, das so ein bisschen, ja, thematisch abzuschließen. Und ja, ich denke, das Beerdigungsinstitut hört sich so nach Tote an, dass das vielleicht in eine etwas andere Richtung geht als diese ewige Suche, die wir jetzt hier durchgemacht haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und es wird definitiv noch schockerhafter und horrorhafter. Das kann ich euch auf jeden Fall verraten. Bis zur nächsten Folge. Ciao!